Ich hatte da gerade ein tolles Beispiel. Mich hat jemand angeschrieben, der sagt, bei mir passt eigentlich alles. Ich habe ein Haus, ich habe eine Beziehung, ich habe ein Unternehmen, ich habe 30 Leute, aber ich fühle mich die ganze Zeit fertig. Ich kriege einfach die PS nicht auf die Straße. Ich komme mir vor, als würde ich die ganze Zeit nur mit Handbremse laufen. Und da haben wir genau an diesen Stellen nachjustiert, haben aufgefüllt und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Es geht mir so, so viel besser. Ich habe wieder Bock zu Sport. Ne? Das ist genau das, worum es geht, dass manche Leute mitten im Leben einfach mal feststellen, das kann doch nicht alles sein. Warum bin ich nicht so glücklich, wie ich sein könnte, wenn ich einfach mal gucke, was ich alles habe? Funktioniert nicht. Und das sind eben auch Punkte, die man damit adressieren kann, um den Leuten wieder ein Gefühl dafür zu geben, was alles geht und was noch geht, woran sie vielleicht nie gedacht haben vorher. Wie gehst du konkret davor? Das heißt, welche Sachen werden gemessen und woraus kann man dann schließen? Es sind ja nicht nur die Vitalstoffe, sondern du machst ja auch Rückschlüsse daraus auf Organfunktionen, Risikofaktoren, Leistungsfaktoren und so weiter und so fort. Ja, also natürlich sind auch so Klassiker dabei, dass man weiß, wie ist eben die Leberfunktion, wie ist die Nierenfunktion. Aber ich versuche immer noch einen Mehrwert für den Patienten deshalb zu stiften, dass man nicht einfach nur sagt, ihr Nierenwert ist in Ordnung, sondern dass man zum Beispiel sagt, ihre Trinkmenge passt oder passt dem nicht. Ja, meistens muss ich sagen, sie passt dem nicht. Und dann kann ich es aber anhand des Wertes genau sagen, wie viel sie mehr trinken sollen. Mhm. Alleine das schon mal in die Köpfe wieder reinzubekommen, dass Trinken so wichtig ist. Ne? Nicht umsonst kriegt im Seminar immer einer die Aufgabe, alle Viertelstunde zu sagen, genau, zum Wohl. Die Aufgabe durfte ich schon mal erfüllen. Ja, nicht alle Viertelstunde habe ich das Messen geklopft und wir haben schon getrunken. Ja, genau. Damit eben genug Wasser da ist, damit wir auch diese Funktion letztendlich, die das Wasser ja erfüllt für uns, auch wirklich realisieren. Also das ist so, glaube ich, eminent wichtig, mit dem Patienten abzustimmen, was ist sein Ziel, wo will er überhaupt hin. Und daran wird natürlich dann auch so ein Programm feinjustiert. Wir haben ein Grundprogramm, wo wir eben Stuhl, Speichel, Urin und Blut messen. Und da sind Klassiker dabei, wie Cholesterin natürlich, Leberfunktion, Niere, aber eben auch Dinge, die, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingen, aber das wird kaum gemessen sonst. Also ein Aminogramm gehört leider nicht zur Standarduntersuchung bei dem sogenannten großen Blutbild. Und viele Patienten, die zum ersten Mal auch jetzt in die Praxis kommen und noch gar nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt, die wissen aber, was bisher immer gemessen wurde. Und wenn man eben weiß, ja gut, beim Hausarzt hat man für ein großes Blutbild so drei Röhrchen abgegeben, drei Blutröhrchen, dann sage ich immer schon, ja, bitte nicht erschrecken nachher, es wären 17 Röhrchen. Also es sind alleine schon von der Quantität her messen wir mehr, aber es ist ja dann auch die besondere Aufgabe, dass umzusetzen. Mhm. Nicht nur irgendwelche Werte produzieren, sondern, wie schon gesagt, da muss ja auch was dahinter stecken. Ja. Und deshalb, das ist der große Nutzen, denke ich, bekommt jeder einen maßgeschneiderten, individuellen Empfehlungsplan. Mhm. Da steht was für die Trinkmenge drauf, da steht was über die Eiweißmenge, ganz individuell maßgeschneidert drauf. Und ja, natürlich stehen da auch Dinge drauf, die man über Ernährung und oder über Nahrungsergänzungsmittel seine Werte, seinen Zustand im Körper verbessern kann. Mhm. Wir können es ja hier im Podcast ruhig sagen. Ich habe ja das Paket bei dir mal gemacht. Ich habe mich von dir durchchecken lassen. Ich kenne meine Werte. Und was mich beeindruckt hat, war, dass zum Beispiel auch Risikofaktoren natürlich angesprochen wurden. Du hast was zu meiner Gefäßgesundheit gesagt. Du hast was über Entzündungswerte gesagt. Entzündungswerte ist nicht nur, ich habe eine Entzündung, weil ich einen Spreisel im Fuß habe, sondern wie sieht es mit meiner Gelenkgesundheit in der Zukunft aus? Sind meine Hüften, meine Arthrose, Arthritis, solche Geschichten? Mhm. Auf all diese Dinge gehst du ein. Auch Tumormarker zum Beispiel werden gemessen. Ne? Für mich war wichtig, auch irgendwo mitten im Leben, wo ich ja nun mal gerade bin, auch diese Risikofaktoren für mich mal zu kennen, um zu wissen, wie ist denn mein Ausblick? Laufe ich da auf ein Problem zu, das ich vielleicht noch gar nicht erkannt habe, in Bezug auf Entzündungswerte, in Bezug auf Herzgesundheit, Gefäßgesundheit und solche Dinge. Ne? Das war für mich noch sehr wichtig. Du hast es jetzt nicht angesprochen, aber es ist mir wichtig, dass es hier in dem Podcast auch angesprochen wird. Wir haben über Schilddrüse gesprochen, wir haben über Galle gesprochen, wir haben über Leber gesprochen und solche Dinge. Das kommt alles dabei raus, auch wenn du es jetzt nicht hervorhebst, aber das Paket leistet dir noch sehr viel mehr. Das gibt mir ja eine komplette Bestandsaufnahme, wo stehe ich, was ist mein Ausblick und was ist mein Potenzial, wo kann ich noch was machen. Ja. Und natürlich für mich als Sportler interessant, Leistungsparameter. Genau. Und dann hast du mich aufgeklärt, es sind nicht nur physische Leistungsparameter, sondern auch so Dinge wie Dinge, die was mit Gelassenheit, Souveränität, Entspannung zu tun haben. Ne? Wie trete ich auf? Das ist ja alles biochemisch repräsentiert. Ja. Und darauf kannst du Rückschlüsse ziehen aus den Laborwerten, die du da misst. Ne?